Wirt, Freunde, und herzlich willkommen zurück hier bei Stellaris Uncovered mit unserem TubeU Megacorp. Jetzt weiß ich es langsam auswendig auch schon. Letztens, wenn ich mich nicht täusche, ich habe mir das nochmal durchgesehen. Es kommt der Standardspruch, es ist Wochenende, Leute. Ich habe mir das jetzt nochmal durchgesehen. Wir haben letztens hier angefangen, einen zweiten Planeten zu besiedeln. Es ist hübsch, und haben wir in Ehren an unseren jetzigen Herrscher Ingram Roter Fuchs, Ingram vorgenannt. Und hier haben wir eine archäologische Stätte ausgegraben. Hier hatten wir ja verlassene Kolonieruinen. Die seltsamen Ruinen weisen keinerlei Anzeichen von Schäden auf. Häuser, Fabriken und andere Gebäude mit unbekanntem Zweck stehen allesamt einsam und verlassen da. Wo sind alle hin? Wahrscheinlich birgt das große Gebäude in der Mitte der Kolonie die Antwort. Mal gucken. Ey! Oje! Tiako, die tektonisch instabile Heimatwelt der Makari ist explodiert. Ihre endgültige Zerstörung war von Maka Prime schon lange vorhergesagt worden. Trotz dieses Wissens unternahmen sie offenbar keine nennenswerten Evakuierungsbemühungen. Angesehen von einigen wenigen verstreuten Überlebenden im Weltraum, ging ihre gesamte Zivilisation zusammen mit ihrer Heimatwelt unter. Also Leute, sie haben doch keinen Zweitplaneten nicht besiedelt, sie sind jetzt einfach mal gestorben. Die ersten Nachbarn, die wir getroffen haben, naja, aber okay. Die Sternnation, die früher als Maka Prime bekannt war, wurde von seinen Feinden zerstört. Wurde von seiner eigenen Ignoranz zerstört. Wie dies das politische Klima der Galaxis beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Hier haben wir gerade Ausgrabungen und das Reich ist jetzt total zerfallen. Also die hatten nur einen Planeten, das war irgendwo hier, und wie ich schon angesprochen habe, haben die diese Geburtsstadt gehabt, und da wird auf jeden Fall ihr Planet explodiert dann irgendwann. Aber wir haben neue Nachbarn, die kenne ich noch gar nicht. Erstmal Beziehungen verbessern, ne? Hallo! Aber der ist eh nicht synkretische Revolution. Er hat unser Forscher etwas gefunden, der synkretische. Ja, er mag uns nicht so unbedingt. Na, er mag uns schon mehr. Wie macht sich? Yes! Hallo TubeU Megacorp. Wie macht sich das Anheben der Messlatte verschiedenen Verschiebung der Grenzen? Ja, geht ganz gut, danke dir. Einmal unsere neuen Freunde hier. Hier können wir eine planetare Hauptstadt bauen. Veganes Füllhorn. Überall auf der Oberfläche finden sich irreguläre Vegetationsflecken mit, oder? Son of Yaka können lokale extreme Bodenfruchtbarkeit noch nicht erklären, vermutet aber, dass ein Großteil der einheimischen Pflanzenwelt zum Verzehr für den judurbiken Metabolismus nur minimal bearbeitet werden muss. Mhm. Üppig. Überfluss. Auf diesem gibt es brauchbare Nahrungsquellen im Überfluss. Das ist bei ihm. Research complete. Arbeitsmoral. Hier, Mineralienproduktion, machen wir ein bisschen mehr. Wir haben gerade laufende Wahlen. Mal sehen, ob Ingram nochmal Herrscher wird. Wir haben ja eigentlich seine... Er hat ja nicht mal irgendwelche... Na, Gitu ist jetzt der neue Herrscher. Foxialleiterin Gitu. Das ist ein bisschen zu lange. Gabi.
schlecht. Tag. Anomaly detected. Gabi schlecht. Tag. Hier, Beschaffung von Alien-Experimenten. Wir werden nichts. Sie wollen jetzt von uns ein paar Aliens. Log updated. Was machen wir? Im Inneren dessen, von dem wir heute wissen, dass es das zentrale Verwaltungszentrum der Kolonie war, wurde ein großer Kristall gefunden, auf eine Art und Weise, die wir nicht vollständig beschreiben können, schien der Kristall aufgespürt werden zu wollen. Verlorene Liebesmüh. Steht Lava, das ist eine Form der Hauptsprache, der YouTube ausgestrahlt wurde. Englisch! Nee. Wir sprechen nicht Englisch, wir sprechen Bullshit. Na gut. So, nicht vollständig beschreiben können, schien der Kristall aufgespürt werden zu wollen. Und er versucht offenbar mit uns zu kommunizieren. Vielleicht. Oh, I found something. Untersucht das mal. Vielleicht können wir eine weitere Untersuchung, eine Verständigung ermöglichen. Oh, das wäre interessant. Jetzt fangen meine Füchse schon an, mit Steinen zu sprechen. Hier, Kolonieaufbau. Hier wäre meine. Wo ist es? Hier. Research complete. Kristallbefriedigung beendet. Sehr gut. Jetzt werden wir von denen auch nicht mehr tyrannisiert. Aber ich weiß jetzt gar nicht, habe ich die letztens schon getroffen? Ich muss den einsperren. Hilft nicht. Wie gesagt, ich möchte nicht, dass mein Reich eingeschränkt wird durch irgendwelche rechthaberischen, eingebildeten, fanatisch egalitären Schleimbeuteln. Und sie sind zwar nicht so hässlich wie unser anderer Nachbar hier. Prospect analyzed. Der Ysravana. Er ist mir noch am liebsten. So, hier haben wir noch keinen Anführer. Der ist tot. Hat mir der die Grenzen zugemacht? Hat er mir die Grenzen geschlossen? Nee. Nee. Okay. Hier haben wir wieder etwas Neues. Eine Tradition. Yeah. Diplomatische. Noch ein diplomatischer Gesandter mehr ist immer gut. Sollen wir mit den beiden mal Beziehungen verbessert? Eventuell. Wir haben ja genug Einfluss. Und Legierung ja eigentlich auch. Wie wäre es, wenn wir bei dem Kollegen hier einfach mal. Was hat der für einen Handelswert? Sehen wir nicht. Sechs. Wir sind ja ein Unternehmen. Abgeschlossen. Hey, jetzt werden wir herausfinden, was dort geschehen ist. Oh! Okay, das ist ein neues Bild. Das habe ich noch nie gesehen. Sieht fancy aus. Nach vielen Versuchen und Fehlschlägen ist ein Durchbruch gelungen. Der Kristall ist eine Art psionisches Archiv. Durch seine Aufzeichnungen Bruchstücke. Aha. Was wir wissen ist, dass dies eine Kolonie der Zroni war. Einer psionisch begabten Spezies, die eine Dimension entdeckte, die als Schleier bekannt wurde. Als die Bevölkerung der Zroni eine kritische Masse erreichte, nahm offenbar ihr kollektives Unterbewusstsein im Traum Kontakt mit dem Protoschleier auf. Was? Aha. Was zu massenhaften Wachträumen führte. Das Phänomen wurde untersucht und die Zroni fanden heraus, wie sie sich psionisch in den Schleier projizieren konnten, wo sie zudem feststellten, dass sie mit ihren eigenen psionischen Kräften dazu in der Lage waren, das eigentliche Gefüge der Realität zu manipulieren. Mhm. Es dauerte nicht lange, bis die Zroni begriffen, dass sie den Schleier physisch betreten
und wie Götter leben konnten, wodurch die Dimension ihrer Launen und Wünschen angepasst wurde. Oh. Ich verstehe noch nicht, warum da so ein Monster ist. Aber okay, sie sind... Oh. Hier enden die Aufzeichnungen des Archivs. Es gibt keine Informationen darüber, was mit den Bewohnern von Ingram geschehen ist. Obwohl es hier keine Antworten gibt, haben wir doch zumindest von einer anderen Zonenkolonie erfahren, die möglicherweise ein vollständiges Archiv erhält. Hey! Interessant. Hier. Kleine Kolonie der Zroni. Der Zroni! Machst du das bitte schon? Was haben wir hier noch entdeckt? Die inneren Echos. Wir haben einiges an an Bearbeitungsmaterial hier in den archäologischen Städten. Ich fühle mich fast wie so ein Ausgräber. Ein Aus- und kein Hausgräber, meine werten Damen und Herren. Trotzdem. Dann durchsuch das mal, Kollege. Und hier mache ich auch noch eins, ja. Da müssen wir mit der Räuchsausbreitung auch wieder ein bisschen aufpassen hier. So, der baut. Ich habe eine Konstruktion und drei Forschungsschiffe. Geht auch fast nicht, ne? Dann holen wir uns noch eins. Eins ist besser als keins. Planetary Exploitation Forecast complete. Ärger im Paradies. Ein lokales Polit-Drama hat dazu geführt, dass eine kleine Rebellengruppe, die gegen unsere zugrunde liegende Ethik ist, noch mehr Unterstützung bekommen hat. Aufgrund dieser gestiegenen Unterstützung waren sie mit eingeschränktem Erfolg in der Lage, ihre Macht in der Region auszuweiten und sich mehr Zustimmung für ihre Sache zu verschaffen. Militarismus. Fügt Ingra vor, unterdrückte Opposition, Zufriedenheit minus 15%. Naja, wir sind friedliche Leute, also können wir es auch nicht unterdrücken. Wir sollen ihren Weg finden, wie wir das auch getan haben. Und die werden uns schon nicht enttäuschen hier. Sind ja doch unsere Untertanen. Log updated. Okay. Hey, hier bleiben, Kollege. Verlorenes Schiff. Mal sehen, ob noch jemand am Leben ist. Research complete. Nach Untersuchung des Schiffs und der sterblichen Überreste der Besatzung hat Wissenschaftsoffizier Jak herausgefunden, dass sich die Besatzungsmitglieder gegenseitig getötet haben müssen. Aha. Ja. Wir empfangen eine Übertragung von der SS. Die Besatzungsmitglieder sind durchgedreht und bringen einander um. Der Captain hat die Kontrolle gänzlich verloren. Hilfe zu schicken würde jetzt nichts mehr bringen. Ob das wohl irgendetwas mit dem aufgehenden Schiff zu tun haben könnte, das wir erst kürzlich untersucht hatten. Nein! Puff. Na gut, sind wir wieder auf 2-2. Resource scan complete. Böse aber ist mir eigentlich sogar lieber. Habe ich ein bisschen mehr Kontrolle über das Ganze. Hier, baust du hier nochmal was? Baust du hier was hin? Wie sieht's hier aus eigentlich? Wir sind 53 Menschen, also Menschen ist gut gesagt, 53 Judubs. Ansprüche, wir können gar keine Ansprüche nicht machen, ne? Erlaubt einen Anspruch auf dieses System nicht.
Na gut. Kein Stress. Kein Stress mit euch. Hier möchte ich ausbauen. Because Zimmerdora sind mir ein bisschen ein Dorn im Auge. Aber ich weiß, wie gefährlich die sein können. Mal sehen, was sich hier gibt. Ich will auf jeden Fall vorbereitet sein, wenn es doch mal soweit ist. Haben wir hier irgendwelche Erlasse, Forschungssubventive? Ja, das lassen wir drin. Gut, mehr brauchen wir hier eh nicht. Ich freue mich schon auf den Sklavenmarkt, ne? Aber der wird noch lange dauern, bis der das Licht der Welt erblickt. Ich kann ja nicht mal Leute versklaven, ne? Ich bin ein. Naja, ich kann schon. Uneingeschränkten. Also ne, wir sind pazifistisch, nicht egalitär. Pazifistisch, meine Damen und Herren. Inspirierte Jungwissenschaftler. Hier. Leistungswettbewerb durchführen, was bringt das? Produktion. Ist jetzt nicht so dringend. Ich will hier. Hier mal warten, bis ich ein paar mehr meiner Bewohner habe. So, das ist voll. Technology discovered. Red. Red. Hier haben wir was ausgegraben. Kleine Kolonie der Zone. Bio 3 enthält die Ruinen einer weiteren verlassenen Kolonie der Zone. Der erste Schritt zur Lösung des Rätsels besteht darin. Treibende Flotte. Eine kleine Flotte von aufgegebenen Gambio-Kriegsschiffen wurde kürzlich nicht weit vom Territorium von Gambias Raiders im Olimar-System entdeckt. Die Berichte des Schiffskomputers zeigen, dass die Crew in unserem Raum geflohen ist, um einer Art Clan-Fehde zu entgehen. Unglücklicherweise brachten sie nur wenige Vorräte mit und sind schon bald verhungert. Die Schiffe treiben seitdem umher. Ja oder nimmer. Untersuch den Kristall. Untersuch es, ist ja egal. Ist ja egal. Archäologische Fähigkeiten. Hier, das brauchen wir eh ein bisschen. Und so viel Archäologie hier. Keine fähigen Leute. Bild im Bild, aber was soll's? Wir hätten ja jetzt auch genug. Construction complete. Wir sind eigentlich echt gut bedient, ne? Wir brauchen nur hier, brauchen wir mehr Siedler. Hier haben wir 3. Wie viel haben wir hier? 52. Rüber. 1, 2. Dann sind wir hier auf 5. Können wir uns ja alles ein bisschen so richten, wie wir es brauchen. Das ist ja alles kein Problem. Ich möchte Roboter bauen. Aber bevor. Ja, doch. Nee, oder? Will ich hier schon Roboter bauen? Ich will Roboter bauen, ne? Ja, aber dann brauche ich eine Legierungsgießerei vorhin. Wie bauen wir hier 4 Zroh ab? Habe ich irgendwas verpasst? Woher bekommen wir hier dieses. Das ist Zroh? ZRO, dieses komische 4 Stück. Ich weiß nicht woher. Super. Mal sehen, wir wollten schauen, was die für einen Handelswert haben. Er hat 5, er hat noch 4, oder? Er hat schon 6. Wir haben alle keinen Handelswert, was ist los? 5. Den haben wir.
Zufällig entdeckte eine Patrouille einen versteckten Ressourcenspeicher nahe unserer Grenze. Ja, geht es mir. Meins. Zwei. Sie erhöht außerdem unsere Reichsausbeutung. Na, dann warten wir noch. Warten wir hiermit noch? Ja, die sehen aber ein bisschen anders aus. Kürzlich gab ein Teil des Bodens bei den Ruinen, die auf Beiju 3 ausgegraben wurden, nach und mehrere unserer Archäologen stürzten einen kleinen Abgrund hinunter. Zum Glück sind sie nicht nur unversehrt aus dem Vorfall hervorgegangen, sondern haben auch einige kleine Artefakte gefunden. Ja, sehr gut. Einfach eingekracht. Bergbau nach Lust und Laune. Die versuchen wir ja abzubauen. Moment, uno momento. Hier erst. Ach, hier brauche ich. Ne? Ne, vergiss das. Du machst das. Ui. Verschluckt. Moment. So. Psionische Theorie. Ja, wir werden Psioniker, meine Freunde. Hier werden wir zwar noch nicht Psioniker selbst. Der Verstand ist in vielerlei Hinsicht eine Reflexion des Universums selbst. Eine Art Mikrokosmos. Zu dieser Einsicht mögen nicht alle Spezies gelangen, aber der Verstand ist ein größeres Werkzeug als alle anderen. Ich denke, wir werden darauf hinarbeiten, dass wir auch Psioniker werden. Das können wir hier auch bei den Traditionen dann irgendwann mal freischalten. Wenn wir schon psionische Vorgänger haben, werden wir das auch in Zukunft so weiter beibehalten, würde ich mal sagen. Wenn wir auch einfach Psioniker, ist ja kein Nachteil dabei, ne? So. Aber Prospect analyzed. Bevor hier jetzt noch irgendetwas geschieht, etwas Unvorhersehbares, beende ich hier für dieses Mal. Wir haben schon gute Beziehungen mit unseren Nachbarn rechts. Ja, so. Ich würde jetzt nicht sagen angespannt, aber schon ein bisschen besser. Und was können wir sagen? Nehmt einfach unser Geld. Mit dem werden wir auch schon ein bisschen besser jetzt inzwischen. Hasst uns auch nicht mehr so tragisch, wie das einmal war. Und der Kollege da unten, den gibt's halt nicht mehr. Der ist hinfort. Eins weniger, ich habe 8 Reiche eingestellt, das bedeutet 2 und noch irgendwo 5. Hier runter, oder ich glaube sogar hier runter. Ich glaube, dass die eher links sind und das rechts relativ frei ist. Aber das werden wir ja noch sehen, ne? Bis jetzt haben wir erst dieses kleine Junk, dieses kleine Stückchen des Universums hier entdeckt. Und das fehlt ja noch. Gigantisch viel eigentlich. Also wir müssen hier noch alles runter. Dort, wo der mal war. Da kommt noch einiges auf uns zu. Wir sind durch die Entdeckung noch lange nicht durch. Nun sind unsere Wissenschaftler irgendwie super. Der hat das reparieren können. Nur mein Problem, was ich gerade habe, ist gar keins. Hier abgeschlossen. Kleine Kolonie des Rauni. Dieses Mal war es viel einfacher, Kontakt zum Kristall aufzunehmen, da wir die bereits beim letzten Kristall verwendeten Protokolle einsetzen konnten. Wieder sind die Aufzeichnungen bruchstückhaft.
Doch wir haben erfahren, dass ein weiterer Vorteil des Eintritts in den Schleier darin bestand, dass der Schleier alle Teile der physischen Galaxie, möglicherweise sogar sämtliche Teile des Universums, gleichzeitig berührt. Wenn man den Schleier betreten kann, ist es möglich, ihn an jedem bekannten Ort wieder zu verlassen. Oha, also ein Eltor. Ach, scheiße, wir kennen die Eltor noch gar nicht. Spoiler-Alarm. Okay. Diese Fähigkeit zwischen psionischen Orten psionisch zu springen ermöglicht es den Zrone, sich in alle Ecken der Galaxie auszubreiten. Da die Zrone den Großteil ihrer Zeit im Schleier verbrachten, errichteten sie nur wenige permanente Kolonien, von denen sich die meisten in der Nähe ihrer Heimatwelt befanden. Der Kristall gab uns auch die Koordinaten einer weiteren Kolonie. Ja gut, und hiermit beende ich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Wiederhören.